Was? Wo sind wir? Euch erwartet eine richtig coole Challenge. Ihr werdet eure Fähigkeiten unter Beweis stellen müssen. Ihr müsst nämlich zeichnen. In der ersten Runde gibt es dieses Puppetier zu gewinnen. Wer in einer Minute das beste Bild malt, gewinnt das Puppet. Und die Zeit läuft. Übrigens, statt Farbe malt ihr mit Skittles. Oh mein Gott. Okay, die Zeit läuft. Also werde ich was von diesen Skittles essen. Ich liebe sie. Diese Skittles-Bonbons haben eine richtig tolle Farbe. Also kann man damit richtig gut zeichnen. Ich glaube, ich kann das schaffen. Und ich habe eine bessere Idee. Ich möchte die Süßigkeiten zuerst in Farbe verwandeln. Dafür brauche ich eine Farbpalette und etwas Wasser. So ist es perfekt. Jetzt habe ich alle möglichen Farben. Das gibt's doch nicht. Ich werde Jane nicht gewinnen lassen. Ihr meintet, ich brauche Wasser? Das kann ich mir besorgen. Schaut mal, wie schön das aussieht. Ich glaube, dieses Bild wird gewinnen. Wow. Was muss ich tun? Ich habe aus Versehen alle Bonbons aufgegessen. Barbie. Kann ich deine Zeichnung haben? Nein, sicher nicht. Die gehört mir. Finger weg. What? Also, die Zeit ist um. Zeigt mir eure Bilder. Das ist alles, was ich geschafft habe. Andy, das geht doch gar nicht. Aber die waren voll lecker. Oh nein, mein Bild ist so aufgenässt, dass es abgefallen ist. Aber es war voll schön. Nein, das geht gar nicht. Mein Bild vielleicht? Oh, herzlichen Glückwunsch, das sieht wunderschön aus. Du kriegst das Puppet. Oh Mann, ich habe mir aber Mühe gegeben. Andy, willst du mit mir spielen? Yeah. Oh, ja, klar. What? Finger weg von dem Ding. Was erlaubst du dir denn? Tut mir leid, Jane. Wozu brauchen wir so viele Soßen? Damit werdet ihr euren nächsten Preis malen. Das ist dieser Fisch hier. Ihr habt genau eine Minute Zeit. Ich glaube, ich muss mein Bestes geben, denn es gibt hier einen Haken. Die guten Preise gibt es für gute Zeichnungen und die schlechten Preise für schlechte. Diesmal esse ich definitiv nichts. Ich will gewinnen. Andy, tut mir leid, aber du müllst mich gerade voll. Oh, wie konnte ich das nur? Tut mir leid, Jane. Ist in Ordnung. Du hilfst ja auch noch. Was erlaubst du dir? Ist ja nicht so. Tut mir leid. Ich zeichne ja schon. Okay. Ich glaube, die Entscheidung ist für mich gefallen. Ich hoffe, ich mache einen guten Fisch daraus. Andy, das machst du toll. Der Fisch sieht wirklich toll aus. Ich sollte auch anfangen zu zeichnen. Ich mach's einfach mit den Fingern. Ich schaff das doch mit links. Hey, you. Ich muss nur ein bisschen von der Soße probieren. Wow, die ist so richtig gut. Das war's. Ich habe keine Soßen mehr. Oh nein. Die ganzen Dinger sind umgefallen. Was habe ich angerichtet? Ich habe meine Zeichnung ruiniert. Leute, die Zeit ist um. Zeigt mir eure Meisterwerke. Ah, jetzt schon? Aber ich habe nichts geschafft. Jane, du als Erste. Oh, das hast du wunderbar gemacht. Mir gefällt deine Zeichnung. What? Andy, schau mal, wie schön.
Oh Mann, bist du naiv. Na, was hältst du von meiner Arbeit? Hey, findest du das lustig? What? Was? Aber ich hatte doch eine Zeichnung, ehrlich. Ich glaube, Barbie steckt dahinter. Barbie, deine Zeichnung ist durchschnittlich. Die von Jane ist besser. Wie konntest du nur, Barbie? Ich wollte nicht verlieren. Andy, du bekommst den Fisch. Nächstes Mal wirst du dir das nicht erlauben. Aber ich hasse Fisch. Mach dir keine Gedanken darüber. Ich weiß genau, was dir helfen kann. Ein Gasbrenner. Damit kannst du ein köstliches Fischgericht zubereiten. Wie funktioniert der Brenner? Hä? Oh, ich habe den Knopf gefunden. Oh, tut mir leid, Barbie, das wollte ich nicht. Jane, du bist ein Genie. Schau nur, wie appetitlich das aussieht. Und es wird noch besser schmecken, wenn wir etwas Gemüse dazugeben. Jetzt wird alles perfekt sein. Wow! Das ist einfach genial, Jane. Voll köstlich. Diesmal kriegt ihr diesen Preis hier. Was für ein wunderschönes Kleid, nicht wahr? Wow. Oh, wow, wie toll. Oh mein Gott. Hallo, könnt ihr mich hören? Ich kann dich hören. Genug geredet, Zeit zu malen. Wow, ich habe noch nie mit einem 3D-Stift gezeichnet. Ich auch nicht. Aber ich glaube, ich werde es schaffen. Ist ja wunderschön. Dieser 3D-Stift ist total praktisch. Ich habe eine andere Idee. Zuerst mache ich die langen Teile. Ich habe noch eine bessere Idee. Das Kleid ist mir egal. Ich werde lieber ein Auto machen. Das wird richtig schön. Awesome! Schaut doch nur, wie cool es fährt. Du benimmst dich wie ein Kleinkind. Wow! Ich glaube, es ist toll geworden. Oh nein, es ist kaputt gegangen. Andy, du bist so gut darin. Kannst du mir vielleicht helfen? Oh, mach ich gerne. Haha, du als Junge nächsten Kleid. Leute, zeigt mir, was ihr gemacht habt. Die Minute ist um. Oh, Andy, du hast mich richtig überrascht. Das war ich aber nicht. Barbie, du hast mich enttäuscht. Wo ist die andere Hälfte des Kleides? Aber es war doch gerade noch da. Tut mir leid, meins ist auseinandergefallen. In Ordnung. Das heißt, wir haben einen Gewinner. Herzlichen Glückwunsch. Hier ist dein Kleid. Ja! Ah, das ist ja furchtbar. Andy, es wird Zeit, ein richtiger Instagram-Star zu werden. Seid ihr bereit, einen wahren König zu sehen? Ihr könnt selber Könige werden, wenn ihr diese Krone hier gewinnt. Oh, ich hätte gerne eine Krone. Oh ja, Jane, die würde dir gut stehen. Oh Mann, Turteltäubchen. Eure Zeit läuft, beeilt euch. Wie malt man mit Make-up? Oh mein, ich habe keine Ahnung, wie ich das benutzen soll. Hey! Ich glaube, die Zeichnung könnte ziemlich gut werden. Okay. Andy, nimm dir einfach einen Lippenstift. Damit kannst du wie mit einem Stift zeichnen. Oh, danke für den Tipp. Ja. Oh nein, die sind ja viel schneller als ich. Was soll ich tun? Ah, genau. Ich nehme mir einfach dieses Gold hier. What? Hä, wo kommt das her? Alala! Oh nein, tut mir leid, Jane. Das wollte ich nicht, ehrlich. Aha! So, eure Zeichnung ist ruiniert.
Hier, du kannst meins haben. Mach dir nichts draus. Vielen Dank, Andy. Du bist so ein Gentleman. Jetzt muss ich es noch etwas nachbessern. Okay. Ich werde auch aus deinem Bild eine Krone machen. Die ist sogar besser als eine Zeichnung. Die werden sicher nicht fertig werden. Ich hingegen habe gute Chancen zu gewinnen. Ich glaube, ein bisschen Glitzer könnten Wunder bewirken. Oh, das ist ja wunderschön, hervorragend. Ich bin nun mal Königin, das habe ich im Blut. Leute, es wird Zeit, dass ihr mir eure Bilder zeigt. Jane, das geht ja gar nicht. Früher hast du besser gezeichnet. Hey! Und ich habe ein Origami gemacht. Voll cool, oder? Ganz schön originell, aber ich wollte eine Zeichnung. Und mein Bild? Barbie, du bist so genial. Genau das habe ich erwartet. Hier, du kriegst die Krone. Hahaha, und ihr habt die nicht. Ich bin eine echte Prinzessin. Hier kommt auch schon mein Prinz. Oh, hallo. Bist du mein Prinz? Ich wollte dich schon immer kennenlernen. Der sieht nach einem Pickelprinz aus. Oh nein, lass mich in Ruhe. Weißt du was, Jane? Ich habe hier auch eine Krone für dich. Die ist zwar nicht aus Gold, aber aus Papier. Aber die habe ich für dich gemacht. Und die Blumen sind auch für dich. Oh, vielen Dank, Andy. Lass uns doch mal ein Eis essen gehen oder so. Alles klar. Wenn. Oho, wo sind wir? Ein Challenge wartet auf euch. Einer von euch wird einen Schokoladenbrunnen bekommen. Er geht an diejenigen, die ihn am besten mit diesen Filzstiften zeichnen. Aber man soll mit dem Mund zeichnen. Wir benutzen keine Hände. Ihr habt eine Minute. Los geht's. Ich soll gewinnen, denn ich bin die coolste Person hier. Was? Du wirst verlieren. Weil ich die beste Zeichnung haben werde. Bingo! Du? Kann denn ein Schokoladenbrunnen blau sein? Nein. Ich werde gewinnen. Umso mehr, dass ich gerade eine wirklich coole Idee habe. Warum soll ich die Farbe ausblasen, wenn man den Deckel einfach abnehmen kann? Oh, wow. Warum ist das nicht mir eingefallen? Das soll ich ausprobieren. Ui! Naja, hast du versucht? Hat es funktioniert? Süßi, schämst du dich denn gar nicht? Du solltest deiner Freundin helfen und nicht lachen. Dafür muss man dir die Flötentöne beibringen. Eine einfache Feder reicht mir völlig aus. Und was soll ich tun? Jetzt habe ich das Gefühl, dass ich mit einer Tomate gemalt habe. Oder schlimmer. Jetzt wird Süßi sie herrlich verlieren. Ach so, lachst du auch? Dann wirst du auch verlieren. Was hast du gemacht? Du bekommst auch das, was du verdienst. Nein, nein, bitte nein. Mädchen, die Zeit ist um. Zeigt uns, was ihr gezeichnet habt. Juli, was ist für ein roter Fleck? Hast du die Farbe verschüttelt? Wahrscheinlich auch auf dein Gesicht. Süßi, warum bist du auch ganz rot? Habt ihr alle zusammen Tomaten gegessen? Wer so etwas malt, kann nicht gewinnen. Milas Arbeit ist auch nicht so gut, aber wenigstens gibt es kein rotes Haus. Mila, du hast gewonnen. Hurra, jetzt gehört es mir. Hallo, du leckere Schokolade. Wir wollen auch etwas Schokolade. Und wir werden welche bekommen. Das ist so gut. Ich bin so froh, dass ich gewonnen habe.
Ausgezeichnet. Hey, wo ist die ganze Schokolade? Und mal ehrlich, wer traut sich schon, es zu trinken? Ach, komm schon, ihr Diebe. Dieses Mal wird ihr Lohn viel originärer sein. Seht ihr das süße kleine Hühnchen? Nun, der Lohn ist nicht er, sondern die Kacke, die von ihm übergeblieben ist. In dieser Runde müsst ihr wieder mit dem Mund zeichnen, also gebt euer Bestes. Die Zeit ist los. Es gibt wohl nichts Einfacheres, als eine Kacke zu zeichnen. Um die Zeichnung noch authentischer zu machen, soll man auch einen Geruch hinzufügen. Ich weiß sogar, wie man das macht. Was ist das für ein Geruch? Ist hier jemand gestorben? Ich glaube, mir wird das schlecht. Ups, ich habe nur schon lange meine Füße nicht gewaschen. Malen mit den Füßen ist schwierig. Das Zeichen mit den Ellbogen ist eine viel bessere Lösung. Ups, kein Problem. Ich habe eine Menge solcher Filzstifte. Oh nein, ich soll mich beeilen. Mädels, genug mit dem Zeichen. Es ist die Zeit, uns zu zeigen, was ihr drauf habt. Hier, schaut mal. Mila, die Kacke ist okay, aber ich habe etwas Besseres gesehen. Bei Süßi zum Beispiel. Das ist großartig. Super, ich bin so froh. Julias Kacke ist nicht so toll. Man sieht, dass sie verlieren wollte. Und so soll es auch sein. Sie ist diejenige, die die richtige Kacke hat. Was? Aber Süßi hat mich schwach gemacht. Ich werde diesen Horn nicht essen. Das ist zu eklig. Du solltest das tun. Da sind die Regeln. Was für ein Albtraum. Ich werde so tun, als es nur Schokolade wäre. Hat sie wirklich die Kacke gegessen? Nein, das ist wirklich Schokolade. Möchtet ihr Mädels auch welche? Nein, danke dir. Nein, danke. In dieser Runde wird ihr Lohn Fisch. Schmackhaft und überhaupt nicht lecker. Nun, ihr werdet mit Soßen malen. Ich denke, es ist ziemlich lustig und ungewöhnlich. Ihr könnt schon anfangen, die Zeit geht los. Ich habe noch nie mit Soßen gemalt. Ich hoffe, ich kann es gut. Das sind ganz viele. Ich habe so große Auswahl. Aber warum ist der ganze Müll auf mir? Ich bin kein Mülleimer. Also, es ist die Zeit anzufangen. Das wird die leckerste Zeichnung, die ich je gemacht habe. Ich fange mit dem Ketchup lieber. Und ich beginne mit der Käsesoße. Sie ist selb, also passt sie besser zu diesem hässlichen Tisch. Also, ich fange an. Aber die Käsesoße ist schnell alles. Ich soll bald einen Ersatz finden. Oh, yes. Ich glaube, das sieht ziemlich gut aus. Ich bin begabt. Mann, sogar Süßes Zeichen ist besser als meins. Ich soll beeilen. Richtig. Ich habe 5 Finger. Also habe ich 5 Pinsel, mit denen ich gleichzeitig malen kann. Es riecht super. Ich denke, es ist in Ordnung, wenn ich ein bisschen probiere. So lecker. Nein, das reicht nicht. Ich möchte mehr Soße essen. Mila, isst du Soße? Aber wir haben nicht einmal Kartoffeln. Ich glaube, meine Soße sind alle. Ah, nicht auf meins. Naja, ich habe alles verdorben. Das ist so lecker. Oh Gott, ich habe alle Soßen gegessen.
Jetzt werde ich definitiv verlieren. Nun, die Zeit ist um. Ich möchte sehen, was ihr dort gezeichnet habt. Mir bleibt nur eine Möglichkeit. Ich tausche die Zeichnungen mit Sissi. Ich warte. Juli, was hast du getan? Das sieht nicht wie ein Fisch aus. Mila, kannst du mir zeigen, was du gezeichnet hast? Wow, das sieht toll aus. Das ist die beste Soßenzeichnung, die ich bis jetzt gesehen habe. Sissi, du hast dich überhaupt nicht angestrengt. Dann werde ich dir wohl diesen Fisch geben müssen. Ich hoffe, du isst gerne rohen Fisch. Ich? Aber das ist doch Betrug. Mila hat dich ausgetrickst. Haha, irgendwann muss ja den ekligen Fisch essen. Warum roh? Ich kann es kochen. Ich habe einen Brenner. Ah, was machst du da? Oh, tut mir leid. Ich weiß einfach nicht, wie man es benutzt. Ich glaube, ich muss es auf den Fisch rücken. Sieht mal, wie lecker der Fisch geworden ist. Endlich kann ich ein richtiges Mittagessen haben. So lecker. Mädels, der süßeste Lohn wartet diesmal auf euch. Und zwar diese flauschige Katze. Ihr sollt euer eigenes Katzen-Make-up machen. Wer das Beste hat, bekommt das Kätzchen. Wie immer habt ihr eine Minute Zeit. Dann geht's los. Ich sehe selbst einem Kätzchen sehr ähnlich aus, also muss ich mich nicht um viele Kleinigkeiten kümmern. Süße, du überschätzt dich. Es ist für alle klar, dass ich gewinnen werde. Die Nase ist fast fertig, bleibt nur Schnurrbart. Ach so, niemand hat verboten, einen Spiegel zu benutzen, oder? Ich weiß nicht, wie man ohne ihn ein cooles Make-up machen kann. Aber damit geht es einfacher. Ich bin fast fertig. Ihr alle seid mir nicht gewachsen, denn mein Make-up ist das Beste. Wow! Mila, schau mal. Juli schummelt. Sie benutzt den Spiegel, obwohl sie es nicht durfte. Ich denke, man muss ihr eine Lektion erteilen. Ich stimme zu. Ich weiß sogar genau wie. Hey, was macht ihr? Warum? So wird mein Make-up weg. Jetzt werde ich bestimmt verlieren. Ich will dieses süße Kätzchen so sehr. Ich habe eine Idee. Oh ja. Süßi, hör mal, du bist mit der Nase ein bisschen nicht fertig. Wenn du möchtest, kann ich dir helfen. Danke, wenn es dich nicht stört. Das mache ich gerne. Jetzt siehst du schon viel besser aus. Wie eine echte Katze. Vielen Dank, ich wusste immer, dass wir gute Freundinnen sind. Also, lasst uns entscheiden, wer genau diese süße kleine Katze bekommt. Juli, das kann man sich nicht einmal ansehen. Süßi, was hast du getan? Wir spielen hier keine Piraten. Was? Piraten? Ach du schlauer Hund. Aber Milas Make-up ist übrigens sehr schön geworden. Also, wird Fluffy jetzt mit ihr befreundet sein. Hurra, ich werde dich lieben und füttern und... Oh nein! Ich glaube, Mila ist gegen Kätzchen allergisch. Das ist in Ordnung, wir können uns selbst um den Flauschigen kümmern. Oho, Mila ist ganz rot geworden. Wir sollen einen Arzt rufen. Stimmt's, Flausche? Du bist so süß. Peter, du fängst an. Kann ich machen. Oh Mann, ich habe nur ein Stück Popcorn. So Mist. Hört auf zu lachen. Schaut mal, was ihr habt. Ich habe einen kleinen Eimer. Nicht schlecht. Sieht köstlich aus. Und was hast du, Vivian? Wow, ich habe einen ganzen Berg aus Popcorn. Sowas habe ich noch nie gesehen. Hey, braucht ihr gar nicht anzustarren. Fangt mit eurem Popcorn an. Ich befürchte, ich werde das schnell zu Ende bringen. Wobei, ich könnte ja jeden kleinsten Bissen genießen. Ich zeige euch mal, was richtige Tischmanieren sind. Schaut her. Ich brauche Messer und Gabel.
Und jetzt vorsichtig aufschneiden. Aufpieksen. Und probieren. Das schmeckt super. Geht das vielleicht ein bisschen schneller? Das war's auch schon. Hättet mich nicht drängen sollen. Ups, pardon moi. Wo sind deine Tischmanieren geblieben? Ich brauch das ganze Zeug nicht. Ich esse mein Popcorn einfach mit den Händen. So mag ich es. So schön knusprig. Hä? War's das schon? Och, Menno, ich habe gar nichts bemerkt. Hier kommt das letzte Stück. Das gehört mir. Ha, ich hab's gefangen. Was hast du getan, Peter? Das ist nicht fair. Das war mein Popcorn. Ich konnte einfach nicht widerstehen. Vivian, jetzt bist du dran. Ja, bin ich glücklich. Das gefällt mir total. Ein Traum ist wahr geworden. Gib mir auch was ab. Oh, wow, du hast mir in den Finger gebissen. Ich glaube, wir müssen uns zusammentun. Sonst gibt's kein Popcorn. Lass uns diesen Staubsauger hier benutzen. Mach ihn an, Mary. Ich bin soweit. Es scheint zu klappen. Bald gehört dieses ganze Popcorn uns. Ist ja cool. Was ist denn hier los? Wo ist mein Popcorn hin? Schaltet sofort den Staubsauger aus. Das ist mein Popcorn. Vivian, ich krieg Kopfschmerzen von dem ganzen Geschrei. Hier hast du dein Popcorn. Yeah, die haben wir aus dem Spiel genommen. Jetzt wird uns niemand in die Quere kommen. Oh, das war den Aufwand wert. Okay. Diesmal fange ich an. Oh, wow, das ist ja eine Packung Kaugummi. Ich liebe diesen Hubba-Bubba-Kaugummi. Ich will auch gleich anfangen. Gleich ein paar Stück auf einmal. Boah, ist ja cool. Ich weiß. Warte, Vivian, nicht zu schnell. Zuerst müssen wir alle die Teller öffnen. Oh, genau das habe ich erwartet. Eine ganze Menge Kaugummi. Eine süße Wand davon. Hey, du sollst noch nicht anfangen. Oh, sorry, das habe ich ja ganz vergessen. Meine Portion gefällt mir bereits. Come on! Jetzt schauen wir mal, was ich habe. Wahnsinn! Wie konnte das alles unter den Deckel passen? Ich kann es ja gar nicht glauben. Ich bin sprachlos. Wie auch immer, ich muss das Verpackungspapier loswerden. Yeah, das war einfach. Ich kann es kaum erwarten, welche zu kauen. Boten weg, ich werde nicht teilen. Oh, bist du gierig? Ich bin sauer auf dich. Wie auch immer, ich mache mich an meinen Kaugummi. Ich muss es auch nicht eilig haben. Oh Mann, ich will eine Kaugummiblase machen. Klappt wohl nicht besonders gut. Mit dem Kaugummi stimmt was nicht. Ich brauche eine Pumpe. Yeah, schaut mal, jetzt klappt es. Mein Plan hat funktioniert. Was für eine schöne Kaugummiblase. Die stecke ich mir auf einen Stock und behalte sie. Sieht cool aus, gut gemacht. Ich hätte auch gerne so einen Ballon wie Vivian. Aber sie wird ihn mir sicher nicht geben. Also muss ich eingreifen. Oh nein, was ist mit meinem Ballon los? Du hast ihn geplatzt. Come on! Da gibt's nichts zu lachen. Wie auch immer, jetzt mache ich mich an meinen Kaugummi. Vielleicht werde ich ja noch selber eine Kaugummiblase machen können. Das war erst der Anfang. Schau mal, Vivian. Ist die groß. Jetzt wird es Zeit, dass ich mich einmische. Was ist passiert? Ich sehe nichts. Ich bin voller Kaugummi. Also meiner Meinung nach steht dir die Farbe gut. Oh nein, das war ja mein Kaugummi. Sind das etwa meine Augenbrauen? Was soll ich jetzt machen? Du siehst nicht gerade gut aus. Oh, ich hab sie wieder zurück. Peter, jetzt bist du dran. Auf den Moment habe ich gewartet.
Hände greifen nach dem Kaugummi und ich kann sie nicht zurückhalten. Warum sollte ich auch? Schließlich gehört das alles mir. Ich befürchte, das kann böse enden, wenn du jetzt so weitermachst. Sei nicht so dramatisch, Vivian. Alles ist unter Kontrolle. Bitte, hör auf, Peter. Bitte. Wir können uns hier gar nicht verstecken. Du hattest recht, Mary. Das ist gerade noch mal gut gegangen. Hilf mir hoch. Ich steck fest. Armer Peter. Jetzt fange ich aber an. Wow, Keks und Milch. Aber warum so wenig davon? Ich habe nur einen Keks. Okay. Vivian, was hast du? Wow. Oh, ich habe eine größere Portion. Boah, da bin ich ja glücklich. Ich liebe Kekse und Milch. Irgendetwas sagt mir, dass Mary die Riesenportion hat. Genau so ist es. Das sind sicher 100 Kekse oder so. Oh, ich hätte gerne mit dir geteilt, Mary. Aber ich muss mich mit dem hier begnügen. Ich tauche meinen Keks einfach in die Milch. So mag ich ihn. Yeah, voll lecker. Nochmal. Oh nein, ich habe meinen einzigen Keks in der Milch verloren. Vielleicht kannst du ihn dann noch rauskriegen. Das glaube ich nicht. Bist du tollpatschig, Peter? Okay, ich werde die Milch austrinken und dann werde ich meinen Keks bekommen. Du hast einen Milchschnurrbart bekommen. Wow, selbst der ist lecker. Peter, du bist voll witzig. Danke für das Kompliment, Vivian. Jetzt bist du aber dran. Oh mein Gott, ich liebe diese Keksfüllung. Die ist köstlich. Jetzt kann ich meinen Keks in die Milch tunken. Oh nein, ich habe ihn auch fallen lassen. Wobei, vielleicht ist ja alles zum Besten. Schaut mal, was mit meiner Milch passiert ist. Die ist ganz schokoladig. Was machst du da, Vivian? Ich mache das köstlichste Getränk der Welt. Alle Zutaten zusammenlegen und jetzt schön durchrütteln. Voll die coole Idee. Gut gemacht. Mal sehen, was daraus wird. Jetzt will ich meinen Cocktail in ein schönes Glas gießen. So gefällt es mir. Sieht schön schokoladig aus. Und den Keks setze ich auch noch drauf. Oh, ein unglaublicher Geschmack. Ich beneide dich total. Okay, das alles brauche ich nicht. Ich will einfach alles austrinken. Mann, das war lecker. Mary, jetzt bist du dran. Come on! Ich bin bereit, aber ich weiß nicht, womit ich anfangen soll. Ich habe so viele Kekse hier. Richtig lecker. Können wir auch was haben? Denkt gar nicht erst dran. Die gehören alle mir. Oh nein, ich habe sie fallen lassen. Geschieht dir zurecht. Ah, die sind in der Milch gelandet. Es ist noch nicht alles verloren. Das ist unsere Chance, Vivian. Hey, was macht ihr da? Hört auf. Jetzt bin ich ganz nass wegen euch.